Aus dem ehemaligen Sauerstoffwerk in Peenemünde soll in den kommenden Jahren ein Wohnquartier werden. Gestern Abend sind die Pläne für den Umbau vorgestellt worden. Es gibt außen wenige, dafür aber behutsame Veränderungen. Im Inneren wird das ehemalige Sauerstoffwerk dagegen kaum wieder zu erkennen sein. Geplant sind insgesamt 100 Wohnungen und Ferienquartiere. Außerdem wird das Gebäude für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das war auch der Denkmalpflege und uns auch wichtig, dass es ein öffentliches Haus wird, was auch seine Geschichte des Sauerstoffwerks dargestellt. Es soll eine Aussichtsplattform geben, die habe ich vorhin gezeigt, wo man den Sicht in dieses Mittelschiff hat, was ganz besonders ist. Es gibt Cafés, Fitness. Die Kosten liegen nach ersten Schätzungen bei rund 50 Millionen Euro. Geplante Bauzeit 3 Jahre. Das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengte Sauerstoffwerk ist Teil der Denkmallandschaft Peenemünde. Die Ruine ist stark einsturzgefährdet. Die Gemeinde erhofft sich mit der Sanierung eine Aufwertung von Peenemünde.